Was habe ich mir für die nächsten Minuten für Sie vorgestellt? Ich wollte so ein paar Worte verlieren, wie man eigentlich auch bisher eben versucht hat, Integrität in der Personalauswahl zu erfassen. Das möchte ich Ihnen darstellen. Ich möchte Ihnen auch erläutern, was Integrität- oder Integrity-Tests eigentlich sind, wie die funktionieren. Da habe ich Ihnen auch einen mitgebracht. Schließlich möchte ich Ihnen darlegen, wie wir an die Frage, welchen Nutzen Integrity- oder Integritätstests haben können, wie wir das versucht haben, wissenschaftlich zu überprüfen. Und dann würde ich Ihnen einige Beispiele erläutern. Was wird von unseren Staatsdienern gefordert? Ich habe da mal so einige Begrifflichkeiten aufgelistet. Unbestechlichkeit, Redlichkeit, Makellosigkeit, Anständigkeit. Das sind alles Sachen, die wir von unseren Staatsdienern erwarten. Und ich würde mal diese ganzen Begrifflichkeiten einfach mal so unter dem Aspekt oder dem Schlagwort Integrität zusammenfassen. Wenn diese Integrität nicht vorhanden ist, dann wird doch das Vertrauen in den Staat, in der Bevölkerung unterminiert, verschwindet. Also das müssen unsere Staatsdiener haben. Das ist sicherlich nicht alles, aber sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt bei unseren Staatsdienern. Ich möchte auch noch den Begriff der kontraproduktiven Handlungen einführen, weil der ist relativ wichtig für uns. Ich sehe diese kontraproduktiven Handlungen oder diese Neigung zu kontraproduktiven Handlungen so ein wenig als Gegenpol zur Integrität. Jetzt sind wir hier auf einer Fachtagung, wo es um Korruptionsprävention geht. Und das Korruption fällt sicherlich auch unter den Begriff kontraproduktive Handlungen. Daneben umfasst dieser Begriff aber auch noch weitere Sachen, die sozusagen gegen die legalen Interessen eines Dienstherrn verstoßen. Die sehen Sie hier aufgelistet. Das geht von Absentismus, Zurückhalten von Arbeitsleistung. Das ist sicherlich auch noch etwas, was auch nicht strafbewehrt ist. Aber Sie haben eben auch Sachen dabei wie Diebstahl oder eben Vorteilsannahme, wo wir auch in den strafrechtlichen Bereich hineinkommen. Also Sie sehen, kontraproduktive Handlung ist ein sehr weiter Bereich. Alles, was gegen die legitimen Interessen des Dienstherrn verstoßen und die absichtlich durchgeführt werden. Gut, diese kontraproduktiven Handlungen dienen können auch dazu führen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat untergraben wird. Das ist das eine. Die andere Seite ist natürlich auch die innerbehördliche Seite. Wenn Mitarbeiter zu solchen Handlungen neigen, ist es klar, dass es sehr viel Ärger gibt, sehr viel Mühe gibt für den Vorgesetzten, für das Personalmanagement und dass es auch sich ganz negativ auch aufs Betriebsklima auswirken kann. Insofern ist es, denke ich, gerechtfertigt auch, wenn wir im öffentlichen Sektor bei den Tarifbeschäftigten, bei den Beamten darauf achten, ob so etwas wie Integrität oder anders ausgedrückt so eine Neigung zu kontraproduktiven Handlungen da ist oder nicht. Und wir können das ganz sicherlich unter dem Aspekt der charakterlichen Eignung nach dem Artikel 33 des Grundgesetzes fassen. Woran können wir aber bei Bewerbern so etwas wie Integrität erkennen? Woran sehen wir das? Schön wäre es natürlich, wenn wir das am Aussehen erkennen würden. Also wenn wir solche Bewerber immer vor uns hätten, dann könnten wir sagen, hier ist die Wahrscheinlichkeit zu einer kontraproduktiven Handlung wahrscheinlich ziemlich groß. Aber ich denke, es ist einsichtig, dass wir das am Aussehen in der Regel schlichtweg nicht erkennen können. Was meinen Sie? Was meinen Sie? Das ist der Herr Ackermann von der Deutschen Bank. Der Ackermann, den habe ich gar nicht so erkannt darauf. Das ist der Jawohl. Ich möchte Ihnen ein paar Instrumente, ein paar Informationsquellen mal vorstellen, die üblicherweise verwendet werden, um sowas wie Integrität zu erfassen oder die charakterliche Eignung zu erfassen. Ich habe die mal so aufgelistet. Da ist zum einen das Führungszeugnis. Das Führungszeugnis gibt ja wieder, was für Vorstrafen im Bundeszentralregister registriert sind. Das ist eine Informationsquelle, die regelmäßig verwendet wird, wo wir uns aber fragen können, wie aufschlussreich ist diese Informationsquelle, um kontraproduktive Handlungen vorherzusagen, Integrität vorherzusagen. Da werden wir sagen müssen, naja, das wird nur im Ausnahmefall helfen, denn eine Reihe von kontraproduktiven Handlungen sind ja nicht so, dass die strafbewehrt sind, sondern die machen uns einen Haufen Ärger, ja, einen Haufen Mühe, aber die kommen nie oder es führt nie zu einer Vorstrafe. Und die sind ja nur im Führungszeugnis erfasst. Also da können wir sicherlich die Spitze des Eisbergs abdecken, mehr aber auch nicht. Ähnlich ist es bei der Selbstauskunft, Einleitung, staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren. Auch das wären Handlungen, die schon auf einem sehr hohen Niveau sind im Hinblick auf die Kontraproduktivität. Ja, womit man das auch versucht zu erfassen und was jeder von Ihnen mal unterschrieben hat, als er in den öffentlichen Dienst gekommen ist, war diese Selbstauskunft geordnete wirtschaftliche Verhältnisse.
Sind Sie also in der Lage, Ihre Ausgaben durch Ihre Einnahmen, durch Ihre Alimentation und durch Ihr Vermögen zu decken? Und das ist natürlich der Schluss, wenn Sie dazu nicht in der Lage wären, dann wären Sie vielleicht auch korruptionsgefährdeter. Okay. Auch da müssen wir sagen, werden wir so viele Personen, die das nicht haben, auch nicht erwischen. Auch da werden wir nur in Ausnahmefällen vermutlich sinnvolle Angaben mit dem Kredit bekommen. Wir könnten Arbeitszeugnisse verwenden. Wenn Bewerber von extern kommen, haben manche von ihnen, nicht die Berufsanfänger, aber die, die schon vorher tätig waren, Arbeitszeugnis, und da könnten wir mal nachschauen. Da könnten auch Informationen drin sein, vielleicht auch verdeckt zur Integrität oder zu dieser Tendenz zu kontraproduktiven Handlungen. Naja, wer von Ihnen häufiger mit Arbeitszeugnissen zu tun hat, der weiß, die sind immer nur positiv formuliert. Wir dürfen auch nur positiv formuliert sein. Die sind immer in einem Fach Chinesisch gehalten. Das Schlimme daran ist, ich weiß gar nicht, ob derjenige, der das geschrieben hat, dieses Fach Chinesisch überhaupt beherrscht. Ja, also die Interpretation von diesen Zeugnissen ist relativ schwierig. Dann müssen wir sagen, häufig sind kontraproduktive Handlungen, auch wenn sie denn vorhanden wären, bei den Bewerbern auch gar nicht dabei. Was könnte das verursachen haben? Warum vermerkt ein Vorgesetzter nicht unbedingt, dass ein Mitarbeiter dazu geneigt hat, die Mitarbeiterinnen sexuell zu belästigen, Mobbing zu machen, Kollegen fehl zu informieren? Warum steht das eventuell im Arbeitszeugnis nicht drin? Also das Gerichtsverfahren und die Probleme vermeiden würde. Ich will schlichtweg Konflikte vermeiden, und wenn ich mich konfliktfrei von einem Mitarbeiter trennen will, dann will ich im Teufel tun, alles Mögliche auch indirekt negativ da in so ein Zeugnis hineinzuschreiben. Des Weiteren wissen wir auch aus der Erfahrung heraus, aus der Forschung heraus, dass eine Vielzahl von Arbeitszeugnissen von den Mitarbeitern selbst erstellt worden ist oder unter wesentlicher Mitwirkung von den Leuten selbst erstellt worden ist. Also Arbeitszeugnisse führen uns häufig auch nicht so sehr viel weiter, sind also keine sehr zuverlässige Informationsquelle. Bei internen Bewerbern könnten wir auch auf die Ergebnisse dienstlicher Beurteilungen zurückgreifen. Das wäre ja eigentlich auch ein tolles Instrument. Da könnte ja der Vorgesetzte auch vermerkt haben, zu was der Mitarbeiter neigt, ob er integer ist oder nicht. Rein formal können wir schon mal feststellen, dass sowas wie Integrität häufig kein Kriterium aber ist, in den dienstlichen Beurteilungen. Da wird nach Leistungsmenge gefragt, Leistungsgüte, Zusammenarbeit mit vorgesetzten Mitarbeitern, also konkret nach Integrität wird häufig nicht gefragt. Zudem ist auch die Frage, ob es denn der Chef oder die Chefin überhaupt mitbekommt, ne? Wenn derjenige auch mal Ellbogen einsetzt, ungerechtfertigterweise. Also hier auch bei den dienstlichen Beurteilungen sieht es ein wenig schwieriger aus. Dann wird gerne auf die Interviews zurückgegriffen. Das ist immer so der Königsweg. Interviews ist das Verfahren der Wahl, wenn es darum geht, einen neuen Bewerber zu erkennen. Und deswegen möchte ich auch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Und ich habe Ihnen einfach mal hier so ein paar mögliche Fragetechniken im Interview mitgebracht, die man anwenden könnte, um sowas wie Integrität zu erfassen. Ich könnte zum Beispiel mal schlichtweg fragen, wie oft haben Sie über Ihren Vorgesetzten gelästert? Ja? Fragen zur Art und Häufigkeit eigenen kontraproduktiven Handelns. Könnte ich fragen. Oder ich könnte zum Beispiel fragen, wie schätzen Sie selbst das Ausmaß Ihrer Redlichkeit ein? Sind Sie eher niedrig ausgeprägt oder haben Sie eher eine hohe Integrität? Ich könnte Sie selbst einschätzen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Das gibt mir so vor, wie die Frage, reisen Sie nach Amerika, um ein Kind zu entführen. Ja, da haben Sie recht. Das mit Amerika finde ich einen sehr schönen Vergleich. Ne? Was für Leute wischen Sie damit in der Regel? Ne? Sie werden ja, wenn Sie nach in die USA einreisen, sind Sie bis kurz noch gefragt worden. Ne? Reisen Sie in die USA ein, um Drogen zu schmuggeln oder einen terroristischen Anschlag zu machen? Danach werden Sie gefragt. Ne? Richtig. Und wen erwischen Sie? Sie erwischen so jemanden wie mein Sohn, der mit 15 Jahren allein darüber geflogen ist, total übernächtigt war, nicht richtig Englisch lesen konnte und dann Ja angekreuzt. Boah, und dann kriegt dann der Vater nachts um 12:30 einen Anruf vom Sohn: Ich bin hier bei der Zollbehörde verhaftet und die fragen mich gerade aus. Ne? Das ist eine sehr effektive Maßnahme. Sie erwischen damit nur wahrscheinlich einen sehr kleinen Ansatz. Ne? Was können Sie noch fragen? Sie könnten fragen zum Beispiel, was halten Sie davon, wenn Mitarbeiter oder wenn Kollegen von Ihnen blau machen? Sie könnten so fragen. Ne? Sie könnten auch nach Verhaltensabsichten
fragen. Sie könnten fragen, wie gehen Sie denn damit um, wenn Ihnen ein Bürger einen Geldschein zusteckt? Sie können danach fragen. Oder Sie könnten zum Beispiel fragen, dass Sie Ihnen so eine Zwickmühle bringen. Sie könnten ihn fragen, stellen Sie sich mal vor, Sie sind für die Bewachung des ruhenden Verkehrs zuständig, Sie sind Politesse. Wie heißt eigentlich eine männliche Frau? Politiker. Also, Sie machen das, ne? Und Sie sehen, dass ein stadtbekannter Querulant im Parkverbot steht. Was tun Sie? Ja? Wie gehen Sie mit der Situation um? Was machen Sie? Solche Fragen können Sie stellen. Gut. Aber ich sehe schon an Ihrem Stirnrunzeln und Ihrem Lächeln, dass Sie sagen, ja okay, damit werde ich nur ganz komische Bewerber erwischen, die da dann eine Antwort geben, die mich zuverlässig darauf schließen lassen, dass da keine Integrität vorliegt. Denn Sie werden zu Recht sagen, naja, die Leute, gerade die nicht integer sind, werden vermutlich auch nicht übermäßig ehrlich auf diese Fragen antworten. Ne? Die werden lügen. Ja? Und entsprechend ist es auch ziemlich schwierig bei diesen Fragen einen gültigen Schluss zu bekommen. Sie müssen nämlich sehr genau erfassen können, ob die Leute tatsächlich lügen. Ja? Wer die Serie kennt, Lie to Me. Ne? Das ist so etwas Ähnliches, was der Herr Bartsch machen könnte. Ne? Lie to Me, ne? Also so eine Serie, ne? Also eine erfolgreiche. Die hat das sozusagen, die hat so einen Experten, diesen Professor Lightman, ne? Und der kennt bei der Methode sofort, ob die lügen oder nicht. Ne? Dann geht der Professor Lightman immer auf die Leute zu und fragt sie, haben Sie gestern ein Bestechungsgeld bekommen? Und schaut Ihnen dabei ganz genau ins Gesicht und erkennt an Ihrer Mimik, ob Sie lügen oder nicht. Und das schafft er mit einem sehr hohen Prozentsatz. Gut. Muss man aber sagen, wir können das in aller Regel nicht. Und wir können auch den Bewerber bei diesen Fragen, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, kaum an den Lügendetektor anschließen. Ich wäre mal gespannt, was da die Personalredner dazu sagen würden, wenn wir sagen, wir stellen solche Fragen und klemmen die an den Lügendetektor an und dann schauen wir nach der Integrität. Wird uns also nicht gelingen. Was machen wir? Was machen wir Normalsterbliche, um Integrität zu prüfen? Was bleibt uns da? Ich darf darauf hinweisen, dass diese Problematik nicht von mir entdeckt ist, auch nicht von meinen Kollegen, sondern dass die auch schon in Hamburg diese Erfahrung gemacht hat, dass es ziemlich schwierig ist, so etwas wie Integrität oder charakterliche Eignung zu erfassen. Und ich möchte Sie bei diesem Zitat vor allem auf den letzten Satz aufmerksam machen, weil der ein bisschen klein ist für Sie da hinten, lese ich den mal ein bisschen vor. Zur besseren Beurteilung der Integrität einer Person sollen entsprechend geeignete Instrumente entwickelt werden. Das war die Forderung aus Hamburg. Ja? Also, die haben den Bedarf erkannt, man muss irgendwas machen, wir kommen mit den bisherigen Informationsquellen schlichtweg nicht zurecht, die Integrität zuverlässig und valide zu erfassen. Aber jetzt kommen die Amerikaner. Und die Amerikaner haben ein großes Versprechen. Seit rund den 80er Jahren verwenden die in der Personalauswahl die Integrity-Tests, oder ich übersetze mal ins Deutsche, die sogenannten Integritätstests. Das sind Tests, psychologische Tests, die auf Papier und Bleistift bearbeitet werden können. Das sind eine Reihe von Fragen. Die sind ziemlich kostengünstig. Da kostet eine Testanwendung pro Bewerber vielleicht 5 Euro, vielleicht auch mal 10 Euro, aber in relativ geringem Maße. Die sind objektiv in dem Sinne, dass alle Bewerber gleich behandelt werden, was ja auch immer ein wichtiges Kriterium ist für unseren öffentlichen Sektor. Die sind einfach anzuwenden, da muss man nicht erst tagelang irgendwie ein teures Seminar besuchen, um das Ding anwenden zu können, sondern das können Sie, nachdem Sie sich da 2 Stunden angelesen haben, können Sie das Ding anwenden. Und, jetzt kommt das Entscheidende, was die Amerikaner sagen, was die amerikanische Forschung sagt, die sind effektiv in der Vorhersage solcher kontraproduktiven Handlungsweisen. Und die haben da statistische Zahlen, statistische Kennzahlen, Korrelationen nennen wir das in den Sozialwissenschaften bei den Psychologen, die uns Psychologen in dieser Höhe ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wo man sagt, boah, so eine Korrelation von 0,41, da sind wir ganz begeistert davon. Das heißt nämlich, dass wir von den zukünftigen Handlungsweisen mit dem Test etwa 20% vorhersagen können. Und das ist für prognostische Zwecke schon ganz schön toll. Okay, also ein Versprechen aus den USA, auch wissenschaftlich hinterlegt durch Forschung. Und das wäre natürlich toll, wenn das in Deutschland auch funktionieren würde. In Deutschland gibt es momentan seit einigen Jahren 3 Tests, 3 sogenannte Integritätstests. 2 kommen sie nicht gut ran, beziehungsweise nur gegen sehr, sehr teures Geld.
Eine ist öffentlich zugänglich und das ist das sogenannte Inventar berufsbezogener Einstellungen und Selbsteinschätzungen. Das heißt, der verwendet gar nicht den Begriff Integrität da drin, der täuscht nämlich die Bewerber, um was es eigentlich geht. Das ist der einzige deutschsprachige, an den Sie mit relativ wenig Aufwand rankommen. Das heißt, der ist zu beziehen über den normalen Verlag, kostet so, wenn Sie es erstmal nicht beziehen, so um die 150 Euro. Ist also jetzt nichts in der Größenordnung, wo man sagen muss, boah, da werden wir ausgewählt. Das Interessante an diesem IBIS ist, dass er die üblichen Anforderungen an Dokumentation und Transparenz erfüllt. Das heißt, alle Informationen zu diesem Test, alle Studien, die zu diesem Test gemacht worden sind, die sind dokumentiert in einem Handbuch, da sind auch alle Daten drin. Damit erfüllt er die Qualitätsstandards, die wir normalerweise dran haben. Und er hat eben auch die anderen Eigenschaften, wie bei den amerikanischen Integritätstests, dass er nämlich objektiv kostengünstig ist. Tja, wird er angewandt? Das war so die erste Frage, die wir hatten. Und ich habe erst versucht, das über den Verlag rauszukriegen, habe beim Verlag angerufen und gefragt, wie viel verkauft ihr denn von den Dingern? Und dann sagt er, das ist ein Geschäftsgeheimnis, das ist voll ab. Keine Frage. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich eine Studentin bei einer Bachelor-Thesis darauf angesetzt habe, mal herauszufinden bei den Unternehmen, ob die den anwenden oder nicht. Und die Studentin hat rund 100 Unternehmen kontaktiert, alle DAX-Unternehmen, alle MDAX-Unternehmen, hat bei denen nachgefragt in den Personalabteilungen, wendet ihr den oder einen ähnlichen an? Und nach einem Vierteljahr kam die völlig frustriert zu mir und sagte, geben Sie mir ein neues Thema. Kein einziger hat gesagt, er wendet es an. Ne? Was vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Also Unternehmen halten sich sehr bedeckt. Wir haben keine Informationen darüber, inwieweit diese Sachen tatsächlich angewandt werden. Wir wissen es nicht. Ne? Wir können es nicht sagen. So. Die Studentin musste ich wieder sozusagen aufbauen. Ich musste ihr sagen, Wissenschaft hat auch seinen Zweck, wenn man mal auch nichts rausbekommt. Auch das ist eine wichtige Information. Ne? Okay. Ich will Ihnen mal kurz erklären, wie diese Integritätstests funktionieren. Der Bewerber erhält so einen Testbogen, Papier und Bleistift, nichts Außergewöhnliches. Das sind 115 Aussagen, sind es, die man dann durch Ankreuzen beantworten kann. Sie haben alles sowas schon mal gesehen. Wenn Sie regelmäßig Brigitte beim Zahnarzt lesen, wenn Sie warten, dann wissen Sie, wie die Dinge funktionieren. Und da sind dann zum Beispiel, jetzt lese ich Ihnen einfach mal einige dieser Aussagen vor. Da steht zum Beispiel drin, die meisten Menschen haben einen ehrlichen Charakter. Wenn wir den Vortrag von einem Batsch gehört haben, dann würden wir dann in der Baubranche zumindest nicht, ne, und würden dann sagen, starke Ablehnung. Ne? Oder zum Beispiel die Frage, ich habe mir noch nie vorgestellt, Geld oder Waren von der Arbeitsstelle zu entwenden. Oder, ich bin eher vernünftig als Abenteuerlist. Oder, ich würde niemals gestohlene Ware kaufen, auch wenn der Preis sehr günstig wäre.